Mein heutiger Gast ist vielen noch in bester Erinnerung. Jahrelang hat sie mitgespielt in der Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Doch während viele Seriensternchen dann auch schnell wieder in der Versenkung verschwinden, sie ist immer noch da. Und wie? Jeanette Biedermann macht Karriere als Schauspielerin und Popsängerin. Und im Moment, da steht sie in Stuttgart auf der Bühne. Seit über 15 Jahren ist sie nun im Showgeschäft und so ganz nebenbei bekommt Jeanette Biedermann für ihr soziales Engagement den Verdienstorden vom Bundespräsidenten. 2012 gründet die Berlinerin ihre eigene Band. Sie trägt den Namen Ewig. Und heute mit 35 steht sie auf der Theaterbühne in Stuttgart in der Komödie Im Marquardt. So eine Oper hier, Aida, kennen Sie? Aida? Ja, Aida von Verdi. Aida von Giuseppe Verdi. Das hat er gesagt. Also jedenfalls Verdi, wa? Ich habe gedacht, das ist eine Gewerkschaftsveranstaltung. Nein, ist es nicht. Hier ist sie. Herzlich willkommen. Weiß ich jetzt auch. Ja, ne? Was man nicht alles lernt, wenn man Theater spielt. Ja. Ja. Am 8. Mai war Premiere in Stuttgart. Genau. Wie läuft's? Super läuft's. Also wir haben wirklich einen Heidenspaß jeden Abend und die Leute haben ihn mit uns, das ist ja das Entscheidende. Und ja, sind immer schöne Abende. Ich gehe jedes Mal, genau wie die Leute, mit dem Lächeln raus und freue mich und gehe selig ins Bett. Also die Rolle, man hat ja eben ein kleines Stückchen gesehen, das klingt nach einer Göre. Ja. Was ist das? Also was geht's da in dem Stück? Also Rita will einfach ihr Leben ändern und möchte sich einfach bilden, ja, und belegt also einen Literaturkurs sozusagen bei einem Professor, der so seine eigenen Probleme hat, der relativ zynisch ist und der Alkoholiker ist und der es nicht so leicht hat. Und am Ende ist es so, dass beide einander auf ganz verschiedene Art und Weise helfen, ja. Und Rita macht natürlich eine Verwandlung durch, durchlebt eine Metamorphose, so ein bisschen auch wie beim My Fair Lady. Ja, am Ende ist sie halt eine wirkliche Dame. Wir lassen das mal so stehen. Okay, Dame klingt gut. Und wer hat sie da ausgewählt? Also wie haben Sie sich die Rolle geschnappt? Ich habe überhaupt nicht geschnappt. Man hat mich einfach angefragt. Das ist super. Ob ich Lust habe, das zu machen. Okay. Und da habe ich gesagt, ja. Mhm. Weil man sich das ganz gut mit mir vorstellen konnte. Passt zu Ihnen sozusagen. Da muss doch irgendjemand gedacht haben, Mensch, die Jeanette. Also es ist natürlich so, wenn man jetzt Theater spielt. Ich habe davor lange, lange in Düsseldorf gespielt und in Köln. Und da kommen natürlich andere Intendanten hin und schauen sich das an. Ich habe das Stück Aufguss gespielt mit René Heinersdorf und Hugo Egon Balder. Und da kam eben der Manfred Langner, der Intendant von der Komödie Im Marquardt, und hatte die Idee und fand mich einfach toll und hat mich gefragt, ob ich das machen möchte. Sie spielen da ja, also Rita will es wissen, heißt ja das Stück. Genau. Eine Friseuse. Friseurin? Ja. Genau. Sie haben doch mal eine Ausbildung gemacht bei Udo Walz sogar als Friseurin, genau, oder? Das hat jetzt damit nicht so viel zu tun. Aber ist doch irgendwie. Aber es ist eine kleine Parallele. Genau, also für mich war sehr früh schon klar, dass ich Sängerin und Schauspielerin werden will. Und meine Eltern haben mich einfach darum gebeten, dass ich was Solides noch lerne, falls mein Traum nicht aufgeht. Das ist ja der Klassiker. Ja, und dann habe ich gesagt, gut, was könnte ich gebrauchen? Ich glaube, als Frau ist es sehr, sehr wichtig, dass man weiß, wie man sich zurecht macht, wie man sich schminkt und die Haare macht. Und weil am Anfang kannst du dir keine Visagistin leisten, da ziehst du irgendwie über die Bühnen und machst es selber. Und das war toll. Es gab nur einen Friseur, wo man das beides konnte, das war eben Udo Walz. So, ja. Ja, super. Und so schließt sich der Kreis, zumindest mal jetzt in der Komödie Im Marquardt. Genau. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach noch mal ein Stückchen an draus. Gerne. Rita will es wissen, bitteschön. Sie haben doch gerade gesagt, dass er wertlos ist. Und wenn er wertlos ist, dann müssen Sie mir das sagen. Mensch, ich will doch das Examen bestehen, wie all die anderen da unten auf Rasen. Rita, ich weiß nicht, ob es wirklich richtig ist, Sie zu unterrichten. Sie haben etwas, das sehr kostbar ist, das man vielleicht gar nicht deformieren sollte. Oh, bitte, bitte, deformieren Sie mich. Vielleicht wird es noch kostbarer. Verstehen Sie das denn nicht? Sie können nicht so einen Aufsatz schreiben und das Examen bestehen. Sie werden Ihre Ursprünglichkeit unterdrücken müssen, wenn nicht sogar ganz aufgeben müssen. Ich werde Sie verbiegen müssen. Dann verbiegen Sie mich, deswegen bin ich doch hier. Oder bin ich nicht gut genug? Nein, darum geht es doch nicht. Wenn es nämlich so ist, dann bin ich hier ganz schnell raus. Nein, natürlich sind Sie gut genug. Dann reißen Sie sich gefälligst zusammen und machen Ihren beschissenen Job. Wenn Sie mir den Arsch aufreißen müssen, damit ich dieses verdammte Examen bestehe, ja? Dann machen Sie das und eiern Sie nicht so rum. Wow.
Ja. Die will es wirklich wissen. Die will es wirklich wissen. Und das ist einer meiner liebsten Momente in dem Stück, weil er ganz rührend endet. Weil sie in dem Moment natürlich Angst hat, dass er sie aufgibt und dass er sagt, ich mache das hier nicht mehr. Und ja, und am Ende sagt er ihr dann eben, dass er weitermacht. Und dann ist sie eben ganz dankbar und umarmt ihn. Und ja. Hm. In Stuttgart spielt das Ganze. Ja, da wohnen sie ja jetzt auch ein bisschen. Ja. Nicht wie gefällt? Ja, Sie haben eine Wohnung genommen. Ja. Ja. Ach so, eine echte, so sieht eine echte Stuttgarterin ja aus. Ja. Wie gefällt es Ihnen hier? Ach, super, super. Ich bin unheimlich glücklich, wirklich. Ich finde, Stuttgart tut sehr, sehr viel für meinen Hinterteil. Ja? Weil Stuttgart besteht ja, also hier die Steffele. Ach so. Ne? Stuttgart besteht ja aus Treppen. Und es ist wirklich, ich bin ja nur zu Fuß unterwegs. Und wenn du dir dann mal hier vornimmst und sagst, ach, ich laufe da jetzt mal schnell zu Laden XY, dann kannst du Pech haben, dass du da nass geschwitzt ankommst, weil es nur über Treppen nach oben geht. Ja. Und es ist wunderschön. Also ich liebe den tollen Blick, den man überall hat. Ja, also das Kessel. Das gibt einem einfach von überall einen schönen Blick, von unten nach oben, von oben nach unten. Die Stuttgarter sind sehr, sehr lieb. Wir haben eben tolle Abende, sie lachen viel und das Wetter ist toll. Ich habe eine wunderschöne Wohnung. Ja, es ist schön. Ja, dann bleiben Sie doch einfach. Ja, mache ich auch noch, bis zum 28. Juni. Ja, aber dann geht's wieder zurück nach Berlin. Ja, ne? Aber dann komme ich ja wieder. Ach so. Ja, wir spielen ja noch ganz viele Konzerte, wir machen eine Tour und so. Also ich werde immer. Das wäre meine nächste Frage gewesen, die Musik. Ich meine, es ist ja ganz schön was los so bei Ihnen mit jetzt 35 Jahren. Schon eine Serienkarriere sozusagen, Theater, Musik. Ja, was kommt denn da noch alles? Das würde ich sagen, also in diesem Bereich kann man schon viel machen. Aha. Also mehr wird jetzt vielleicht nicht mehr dazu kommen. Nicht. Ja, da wäre ich mir nicht so sicher. Ich würde ja immer nie, nie sagen. Ich glaube, ganz wichtig ist es, dass man als kreativer Mensch auch frei lässt, ja, und seiner Kreativität freien Lauf lässt und auch daran arbeitet, immer weiterzukommen und mehr Dinge zu machen, sich einfach auszuprobieren. Ich glaube, es ist ganz entscheidend. Das ist wichtiger als auf irgendwelche Promi Partys zu gehen. Aber ich höre so raus, auch die Musik, jetzt auch mit der Tour, die Sie gerade angedeutet haben, das ist Ihnen schon auch sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben ja 2012 hat sich die Band Ewig ja gegründet, die sich ja aus der Musik heraus gegründet hat, weil wir einfach mal zusammen was geschrieben haben. Wir sind ja alles Songwriter und da schreibt man mal mit dem, weil das befruchtet einfach, das ist toll. Und dann saßen wir drei irgendwann zusammen und dann haben wir Lieder geschrieben, von denen wir uns dann am Ende nicht mehr trennen konnten. Und dann einfach gesagt haben, eigentlich müssen wir das selber machen und eine Band gründen. Und ja, das haben wir getan. Und die Band besteht aus Jörg Weißelberg, Christian Böhmkes und mir. Und ja, und heißt ist Ewig. Ja, auch, ja, der Name ist ja Programm. Eigentlich muss es euch ja dann Ewig geben. Werden wir sehen. Ich glaube, auch Ewig ist begrenzt. aber das Gefühl ist einfach das, dass man etwas, was man liebt und was man gerne tut, man möchte eigentlich nicht, dass das aufhört. So. Und das ist das Gefühl. Das haben Sie jetzt aber schön gesagt. Also ich lassen Sie genauso, uns noch hier bleiben. Ja, aber das Interview ist leider schon sehr lange, die Zeit ist um. Auch wenn es ewig hätte weitergehen können. Jeanette Wiedermann. Vielen herzlichen Dank für den Besuch. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Und alles Gute für Sie. Dankeschön.